Die Lage hat sich beruhigt. Ich denke, wir können Doma für eine Weile den Rücken kehren. Was mir Sorgen macht, ist die Vision von Xenos, die du hattest. Wir sollten diese davon berichten. Kommst du mit nach Ralges Wacht? Ja, wir müssen diese Berichte erstatten. Lise ist sowieso einer meiner Lieblingscharaktere mittlerweile. Genauso wie Alize. Ich mag die irgendwie. Und ich habe mir mal die deutsche Synchro wieder angehört und ja, bin froh, auf die japanische gewechselt zu sein. Also, es ist schon. Also, ja. Es ist halt komplett anders. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die deutsche komplett scheiße ist, weil ich habe Schlechtes, Schlimmeres schon gehört. Aber es ist wirklich, ja, die Technik, die sie dafür benutzt haben, dass sie das eingesprochen haben, ist nicht gerade die beste. Also es hört sich so an, ja, die Stimmen sind einfach, die hören sich alle gleich an. Sorry, aber die können nicht alle die gleichen Sprecher haben. So ein bisschen so, weiß nicht. Oh, ich kann ja hier nicht fliegen. Also es sind keine Stimmen jetzt dabei, wo ich sage, boah, der hat so einen krassen Sprecher gehabt. Den höre ich gerne zu. Nein, die haben irgendwie alle gleichen, ähnlichen Ton. Nicht krass dunkel, nicht krass hell, einfach normal. Murasaki, Alize, es ist schön, euch wiederzusehen. Aber wo ist denn Alfino? Sonst seid ihr doch immer zusammen unterwegs. Du wirst es nicht glauben, Lise. Er ist mit einem galeischen Gesandten nach Garlemald gegangen. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass Xenos am Leben ist. Was sagst du da? Xenos soll er noch leben? Und Alfino ist im galeischen Kaiserreich? Bitte erzähl mir alles von Anfang an. Also, was ist passiert? Ich bin mal gespannt, wann wir nach Garlemald kommen. Aber ich war dabei, ich habe gesehen, wie er sich das Leben nahm, wie die Klinge in seinen Händen glitt. Wie kann er da noch leben? Wir konnten es auch nicht glauben. Als der Unterhändler sagte, dass er mit Xenos gesprochen hat, aber Murasaki hat ihn auch gesehen, in einer Vision. Es ist wahr, Xenos lebt. Frage ich mich, wer oder was in seinem Grab beerdigt liegt. Ein Doppelgänger? Ich habe Berichte gehört, dass Xenos Grab geschändet wurde. Überall im Land hat man sich über imperiale Gräber hergemacht. Deswegen habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber jetzt? Die können wieder beleben. Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, dass die eine Technik gefunden haben, Leute wieder zu beleben. Vielleicht treffen wir auch die anderen. Geschändet, sagt ihr? Tankred, was machst du denn hier? Es wäre aber mega cool, wenn ich wirklich alle bösen Charaktere von den Galea nochmal sehen würde, die eigentlich tot sind, weil sie ja wiederbelebt wurden. Das wäre so mega, weil eine davon hat eher Sass Stimme. Tankred, was machst du denn hier? Alfino hat mich gebeten, beim Wiederaufbau von des Salzgartens zu helfen. Mein Tagewerk dort ist getan und da dachte ich mir, ja, guckst du mal, was Lise so macht. Habe ich das richtig gehört? Xenos soll wieder unter den Lebenden weilen? Dann sollten wir uns als erstes
vielleicht wirklich mal sein Grab ansehen. Schaden kann es jedenfalls nicht. Wo ist das Grab genau? In der Blutsenke, in Fenn. Es liegt ein wenig abseits von den anderen Gräbern, aber Tankred kennt die Stelle. Gut, ich werde mich persönlich um die Sache kümmern, Nago. Bitte bleib hier und halte in der Zwischenzeit für mich Stellung. Ich glaube, morgen werde ich mich mal um die Quests kümmern. Dann weiß ich auch nicht, ob ich dann streame. So, komm. Ich will. Jawohl. Was? Sind noch nicht alle Gebiete? Ah! Komm mal hier hin.
Warum führt das zu nichts? Oh, das sind die Gräber. Das sehe ich jetzt schon. Hier ist Sinus begraben. Nach der Schändung wurde das Grab wieder hergerichtet, aber ein Hinweis darauf, wer hier liegt, gibt es natürlich nicht. Also gut, öffnen wir den Sarg, aber unauffällig. Es muss ja nicht jeder mitbekommen, was wir hier treiben. Hast du mal mit an, Murasaki? Wenn es denn unbedingt sein muss. Oi, oi. Warui jōdan da ze. Hitsugi no nakami ga kiete iyagaru. Hätte ich auch sagen können. Ach Gott, es ist also wahr. Er ist wirklich von den Toten auferstanden. Das ist nicht gesagt. Alles, was wir wissen, ist, dass Zenos Leichnam verschwunden ist. Aber die Sache stinkt zum Himmel. Genau wie dieses Gräberfeld. Ich gehe jede Wette ein, dass die Ätzchens hinter allem stecken. Sie schrecken nicht davor zurück, Besitz von jemandem zu ergreifen, sei er tot oder lebendig. Wenn ich daran denke, was sie mit mir gemacht haben, wird mir ganz kalt ums Herz. Stimmt ja. Hältst du es für möglich, dass die Ashens auch einen Totenkörper kontrollieren könnten? Diese Möglichkeit sollten wir zumindest in Betracht ziehen. Aber zunächst möchte ich mich mit dem Mann unterhalten, der Zenos bestattet hat. Wir wissen nicht mal, ob es wirklich sein Leichnam war, der hier begraben lag. So wie die Lage jetzt ist, tun wir gut daran, einfach alles in Zweifel zu ziehen. Ich werde mich mit Raubahn in Verbindung setzen und ihn informieren. Wenn ihr mehr herausfindet, lasst es mich sofort wissen. Bitte sofort wissen. Ich werde in Radagas Wacht auf euch warten. Das ist nicht zu glauben, kaum haben sich die Dinge in Doma etwas beruhigt, liegt auch schon unsere nächste Aufgabe vor uns. Wir sollten uns mit den anderen im Sonnenstein treffen. Es ist schon eine Weile her, dass der Bund der Morgenröte sich dort versammelt hat. Ich wünschte nur, die Umstände wären weniger unheilvoll. Der Bund der Morgenröte besteht ja momentan nicht mehr aus denen, die er anfangs bestand. Minfilia ist weg. Papa Lymo ist weg. Alizée gehört jetzt dazu. Alfino gehört jetzt mit dazu. Tancred ist doch als einziger geblieben. Tataru ist jetzt in Doma.
nicht in Doma, sondern in Higashi, also Kugane. Und ja, wir haben dann nur noch den einen da. Die Stula gibt's ja auch noch. Krile ist eigentlich neu dazugekommen. Die ist ja nicht von Anfang an dabei gewesen. Ida, also Lise, auch nicht mehr dabei. Schon krass, wie sich das Spiel ändert. Ich habe Uriangé über die Kontaktperle erreicht und ihm alles erklärt. Stuller werde ich hier in alles einweihen. Sie sollte jeden Augenblick eintreffen. Ja, Uriangé, Stuller und Tankred sind die einzigen Überbliebenen des alten der alten Bund der Morgenröte. Ja, bin ich schon. Also, was ist denn so Wichtiges passiert? Das ist in der Tat ein Treffen im Sonnenstein wert. Es gibt zwar noch keine Beweise, aber wenn er mich fragt, halte ich es auch für das Wahrscheinlichste, dass sich der ein Ashens Xenos Körper bemächtigt hat. Aber wie konntet ihr nur Alfino allein ins Galäische Kaiserreich gehen lassen? Die Galliar sind immer noch unsere Feinde. Und wenn sich da nun auch noch die Ashens rumtreiben, ist das nicht gerade ein Ort, an dem sich unser Anführer allein aufhalten sollte. Du weißt doch, wie mein Bruder ist. Ich mache mir da ja auch Sorgen, aber versuch du ihm mal etwas auszureden, das er sich in den Kopf gesetzt hat. Im Moment können wir nicht mehr machen. Als hoffen, dass es ihm gut geht. Hoffen und beten. Währenddessen im kaiserlichen Palast. Okay, lese ich. Hatte ich nicht ausdrücklich gesagt, keine Primae? Das ist richtig. Aber es war abzusehen, dass die Kriegerin des Lichts kurz den Prozess mit ihm machen würde. Es ist kein Schaden entstanden. Und eine Wiederbeschwörung ist ebenfalls ausgeschlossen. Überhaupt verläuft alles nach Plan. Alles ist unter meiner Kontrolle. Deine Sorgenfalten sind unbegründet. Schließlich will ich auch nichts anderes als den Planeten zu retten. Okay, es ist doch ein Aschen. Hey, was treibst du dich hier bei der Magitik-Maschine rum? Antworte gefälligst, wer bist du? Dem Tod gefällt der Wachmann. Was ist das denn für ein Spoiler? Wow.
sagen, du bist gleich tot. Lass das Schwert fallen, das ist meine letzte Warnung! Ah! Wer ich bin, ist genau die richtige Frage. Gerade noch tat ich meinen letzten Atemzug und jetzt scheine ich selbst den Tod besiegt zu haben. Also gut, möge die Jagd wieder beginnen. Warte mal, was? Was? Zenus ist in dem Körper von dem? Ist das deren Ernst?